Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test. Wir haben alle Blöcke, die wir brauchen für die Dächer. Unser Inventar reicht gar nicht aus. Siehste, kann man eigentlich, wenn ich jetzt daraus Blöcke mache. Bam. Also gib mal. Ach komm, alles, danke. Ja, okay, man kann daraus für die einzelnen Ziegel. Was ein bisschen fraglich ist, weil dazu müsstest du ja diesen Mörtel dazwischen trennen. Viel Spaß damit. Ab gut. Ach, mach mal, David. So, einen brauchen wir noch. Dankeschön. 1, 2, können wir gleich hier einen rausnehmen. 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. Danke, danke. 1, 2, 3, 4. Danke, danke. 1, 2, 3. Achso, hier haben wir noch einer, ne? Ja. So, dann haben wir erstmal ordentlich. Stuff, 500 haben wir. Sollte erstmal reichen. Wenn nicht, können wir noch ein paar nachbacken. Gar kein Problem. Replacement Tool haben wir. Verpflegung haben wir keine. Da muss ich auf jeden Fall welche mitnehmen. Habe ich wieder hier welche gelassen? Oder? Achso, siehst du? Ich muss mal gucken. Ist ja jetzt ein Tag her, letzte Aufnahme. 1700. Hohoho. Leider wird's ja. Sehr schnicke. Oh, Sonne kommt by the way raus. Wird da lange mal Zeit hier. Ja, siehst du. Vanilla meinte, das Game sieht immer noch am besten aus. Das ist immer noch. Das ist ein stimmiges Design. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Vielleicht gibt es ja wirklich mal irgendwann Mindtest-übergreifend so ein Mega-Community-Projekt, was wirklich ein Texture-Pack erzeugt, hochauflösend, in sich aber stimmig, aber wie gesagt, so ein wirklich großes Mega-Projekt, wo auch alle Mods, also alle bekannten Mods, drin abgedeckt werden. Also mindestens Technik, Home Decor, Pipeworks, Mesecon, so die ganzen großen Nummern. Dass die alle abgedeckt werden. Dass es wirklich ein an sich stimmiges ist, ne? Wenn da solche extravaganten Sachen sind, wie weiß nicht, die Sieb-Mod zum Beispiel, wenn die nicht mit bei ist, oder die Replacement-Mod zum Beispiel, ne? Da kann man nicht drüber streiten. Aber wenigstens alle bekannten größeren Mods, die häufig genutzt werden, die halt mindestens so. Mindestens. Und dann aber, wie gesagt, ein in sich stimmiges Bild. Auch bei Kanten. Ja, das wäre ganz schnieke. So, wir gehen mal. Haben wir das Essen geholt? Ja, doch haben wir. Dann gehen wir jetzt mal zu unserem anderen Hütlein. Und machen nochmal Hüttenkäse. So, falsche Richtung. Ne, beziehungsweise, wir können. Doch, genau, wir müssen erstmal zur Säge. Ich schmeiß jetzt mal ein bisschen Stuff hier rein. Weil wird schon wieder voll. Brauchen wir alles gerade nicht hier. Waren wir mit den Gläsern fertig? Doch, mit den Gläsern waren wir fertig, genau. Wir müssen nur noch den Zwischenraum machen. Können wir eigentlich auch nochmal schnell machen. Bevor wir das Dach anfangen. Damit wir das Thema abgeschlossen haben. So. Wie gesagt, hier eine solide Wand. Danke dafür. Ich hasse euch alle. So, hier auch durchgehend. Oh, come on. Digga, was ist heute mit meinem Timing los hier? Ist ja schlimm. So, und hier müssen wir mal gucken. Hier würde ich gerne so eine Tür machen. Also hier, da wo die Treppe ist, ist auf jeden Fall solide. Klarer Fall.
Kannst aber auch wie viel Stein. Ah. Ich wollte hier rauf. Aufnehmen. So, 1, 2, 3. Was könnte man da machen? Ich meine, man könnte natürlich einen ganz klassischen Turbo machen. Klatschen einfach hier so rum. Und machen dann hier so eine 90-Grad-Ecken rein. Und wir können natürlich auch ein bisschen breiter machen. Dann machen wir hier quasi Slabs gegen. Boah, warte mal kurz, warte. Muss ich mal überlegen. Also angenommen, wir klatschen hier Slabs dagegen. Dann wäre hier eine Schräge. Noch eine Schräge. Oder wir fangen hier mit der Schräge an. Es wird dann... Ich probiere mal ein bisschen was rum. Ich brauche mal kurz unsere Säge. Und wahrscheinlich einen Schraubendreher. Erst brauchen wir noch mehr Blöcke, obwohl 60 dürften reichen. Gib mir mal, na, 2 reicht nicht aus. Wir brauchen 8. 8 davon. Und dann 4 von den normalen Schrägen. Wo auch immer die Dinger sind. Ach da. So. Du gehst da, beziehungsweise du kannst auch weg, kannst du noch da, easy. So, Schraubendreher. Oh, was ist denn schon wieder alles? Sag mal, hab ich jetzt eine Idee, ich sehe, wenn du so viel aufnimmst, ist ein... What? Wenn du so viel aufnimmst, ist ein Mod da eventuell im... HG? Was meinst du damals, Zwerge? Hier hatte wer Langeweile, Edfeuern. Oh ja, Zwerg. Oder ein Griefer. Kann auch sein, denke ich mir. Ist ein Mod da eventuell im HG? Was heißt... Von Billard öfters was in den Post gewesen. Meine Area gleich daneben. Lava. Was hier ist Lava? Oh mein Gott, das geht nie ab. Oh. Müssen wir etwa administrativ. Achso, im Hintergrund. Ja, da. Ach so. Nö. Das geht. Dann werde ich euch mal gekonnt ignorieren. Außer ihr schreibt Ed Walker. So. So. Die Frage ist... Ach, scheiße, ich hab Slips vergessen. Ah, halt, Slips können wir ja hier per Hand machen. Na gut, das war ja... Aber bei 600 könnten sogar schon reichen. Denn das brauchen wir nur hier und da. So, jetzt kommt ein... Ach, war klar, das geht natürlich nicht. Ach, ist doch behindert. Gott, wir brauchen so viele Sachen hier. Gerade da, du nach da. Und wo sind Blöcke? Da. Weg, weg. So, jetzt muss ich überlegen. Warte. Da kommt ein Block hin. Da kommt aber auch ein Block hin und da auch. Ja klar, aber genau, macht ja Sinn. Da. Nee, das passt also nicht. Nee, passt überhaupt nicht, passt gar nicht. Nee, das passt nicht. Das heißt, das geht nicht. Einen dreiteiligen Bogen kriegen wir also nicht hin, dass wir hier eine Schräge haben, dann 90 Grad und dann hier wieder eine, also 45 Grad Schräge. Nee, hä, was laber ich?
22 Grad Schräge, 45 Grad Schräge, 22 Grad Schräge passt nicht, weil dann bräuchten wir hier oben noch zwei Blöcke mehr frei. Das klappt nur, wenn du mindestens 7er Lücke hast. Ich meine, wir könnten hier noch zwei raus. Naja, ist aber auch blöd. Uff. Wir machen mal beides. Wir machen mal hier erstmal nur mit zwei Abstufungen. Das heißt, du kommst nochmal dahin und du kommst dahin. Dann kommst du dahin, 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 dahin. Und jetzt müssen wir bloß noch die beide hier rotieren. Aber es sieht so schon eigentlich fast in Ordnung aus, oder? Das, ja, doch, das kann man schon machen. Das reicht doch aus. Ja, doch, dann machen wir das so. Genau so machen wir das. Auch wenn es ehrlich gesagt ein bisschen sehr breit ist. Eigentlich sollte das ja hier Stauraum werden. Ein Stauraum, wo aber ein so breiter Durchgang ist. Da, ich weiß ja nicht. Ich meine, sieht natürlich optisch schon sehr schön aus. Aber kollidiert gerade so ein bisschen mit der Idee, dass hier Stauraum ist. Ja, gut, kann trotzdem Stauraum sein, so. Gibt es eigentlich sowas wie Painting Canvases oder sowas? Da gab es doch mal irgendwie was, oder war das eine separate Mod? Na gut, Bilderrahmen gibt es zum Aufhängen. Canvas, gibt es denn sowas? Na gut, einfach nur das Bild, ja. Ach, Leintuch hieß das Wort. Ah, so hieß das auf Deutsch. Okay. Das war das Wort, was ich letztens gesucht habe. So eine Leinwand, genau. Gut, wir brauchen aber doch noch mal ein bisschen mehr hier von davon. Dankeschön. So. Dann machen wir das schon mal auf jeden Fall so. Ups, der war nicht ganz mittig. Egal. Mit dir. Verdammt. Darmblock. Darmblock. Und dann du da, du da, du da, du da. So. Dann ist das schon mal machbar. Ja, aber schon echt ein bisschen groß. Das ist schon echt ein bisschen. Ich weiß ja nicht. Ja, wie ist hier nicht? Ich probiere mal nochmal. Von meiner Windschutzscheibe, du Fliege. Wie weit kann man das schmaler bauen? Naja, schmaler bauen könnte man das zum Beispiel, indem man hier direkt so einen Block ransetzt. Das wird dann aber wieder sehr gequetscht. Ja, das wird dann wieder sehr gequetscht. Quasi so in der Art. Achso. Das. Warte mal. Was gibt's denn noch so für Formen? Tja, unsere CNC-Maschine haben wir ja nicht mehr, ne? Wäre eine Frage gewesen, was die eigentlich so für formen kann. CNC gab es nur für Low Volt, ne? Ja.
gab es nur für Low Volt. Das haben wir nicht mehr. Aber ich glaube, da waren so eine Form, wie ich gerade suche, auch nicht mit dabei. Ah, was verdammt. Das ist. Nee. Das passt. Wie gesagt, das sieht halt optisch schon perfekt aus. Ist aber eigentlich zu groß. Das ist halt von der Größe genau richtig, aber hat halt eine Scheißform. Das geht halt gar nicht. Silver Sandstone. Da. Ne. Keine Chance. Gut, dann machen wir es anders. Dann, ich meine, man könnte auch gucken, wie man hier die beide wegmacht. Aber das ist ja gerade auch wieder Kacke. Sowas hier. Ja, das sieht auch Kacke aus. Ja, nee. Wir machen da tatsächlich diesen großen, weiten Torbogen. Alles andere sieht Kacke aus. Und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze ein bisschen was ist hier los? Ob wir hier zum Beispiel eine Wand reinziehen und dann hier quasi so eine Art Lager haben. Ich brauche mehr Sandstein. Doink. Ich würde sogar gar nicht bis nach ganz oben durchziehen, sondern einfach so machen. Dass es nur ein Sichttrenner ist. Vielleicht sollten wir jetzt sogar aus Slabs bauen. Machen wir hier noch eine Reihe ran. Hat man hier quasi so ein bisschen Stauraum. Hat man hier so einen großen Durchgang, aber an sich trotzdem hier ein bisschen versteckten Stauraum. Ah, mein Gott. Hey, komm her. Okay, jetzt kommt's ganz dicke. Wir machen mal, ich brauche 12 pro Seite. Das heißt, wir brauchen. Ach, verdammt. So. Jetzt probiere ich mal ganz kurz was, wenn ich dich kopiere und hier einfüge. Ja, das wirkt schon besser. Aber hier hinten zwar natürlich jetzt so ein bisschen offen. Problem ist halt, wenn ich das Ding hier nehme und dann so mache, hast du hier drin eine schön Viererbreite, aber dann kannst du halt, dann kannst du hier natürlich dafür ein bisschen blöd aussehen.
Wobei geht eigentlich. Das doch, doch, das geht. Das kann man machen. Das kann man auf jeden Fall machen. Ne, ich finde doch das doch schöner. Achso, verdammt. Da muss ich doch abbauen. Wie war das jetzt? Da. So, und jetzt brauchen wir noch ein kleines Detail. Und zwar die hier. Wie am dümmsten. Verdammt. Da. Na, come on. Aha. Ja. What? Das sieht's doch ja nicht. Was ist das für ein Bullshit hier? Warum sind das 15er? Ach, das sind die durchgehenden. Danke. Warum hat's 12? Ja, das hätte noch voll gereicht. Warum mache ich 12? Whatever. Kann man ja rekombinieren. Von daher. So. Jetzt nochmal. Ach, guck mal, die richtet sich sogar gleich richtig aus. Haha, na wohl. Ja, ja, so ist gut. So ist gut. So ist von der Breite genau richtig. Nicht zu schmal, nicht zu breit. Hat hier einen schönen Durchgang und hier ein bisschen Stauraum. Und einen schönen Sichttrenner, der nicht bis nach ganz oben geht. Das ist doch easy. Okay. Dann fehlt jetzt bloß noch das Dach. Also, vom Grundstruktur her. Und das Dach, das wird jetzt richtig ätzend. Oh mein Gott. Ich habe noch keinen Plan, wie wir das Dach bewerkstelligen wollen. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal quer, also da fehlen noch ein paar Balken. Fällt mir gerade mal so auf. Brauchen wir so auch noch mal ein bisschen Holz. Gib mir mal doch Holz. Ihr könnt alle weg. Und schon ist unser Holz wieder fast weg. Heilige Scheiße, ey. Dabei hatten wir so viel. Oder wird irgendwas in den Backpacks oder so? Nö. Holy Wackamoli. Irgendwas zum Hochbauen wäre actually auch gar nicht mal so schlecht. Haben wir noch Leitern? Ach doch, wir haben noch Leitern. Dann nehmen wir am besten die Leitern. Denn wir müssen hier erstmal hoch. So. Ich würde mal fast sagen, 1, 2, 3 müsste genau passen. Ich kopiere mal kurz dich hier. Und du kommst denn darauf? Hey, wie hat das gerade funktioniert? Alter, ist ja Magic. Kommst nach da. Verdammt, eigentlich wollte ich das von oben machen. Oh Gott. Oh Gott. Wie soll das so was werden?
Eins, zwei, drei. Bam. Beruhig dich. Vor allem, ich muss halt immer zum Platzieren die Shift-Taste loslassen, weil ich ansonsten nicht platziere, sondern einfach den Block kopiere, was halt genau gar nichts bringt. Verdammt, muss noch einmal. Ja, voll ja. Ha, easy. So, hier muss noch einer ran. Ne, hier passt es. Alter Gott, sind wir hoch. Holy shit, Bro. Ein Glück sind wir zertifiziert schwindelfrei. Zumindest in-game. Ich meine, im Echten bin ich auch schwindelfrei, solange die Plattform, auf der ich stehe, solide ist. Also auf dem Baugerüst zum Beispiel, wenn das Ding wackelt, ganz schwierig. Oder auch so ein Kran, wenn, ne, der schwingt ja auch ein bisschen. Ganz schwierig. Da kann ich nicht mal 2 Meter hoch. Also nicht mal einen Meter hoch. Kriege ich direkt Schiss um mein Leben. Aber wenn ich jetzt wirklich auf einem soliden Untergrund stehe, also zum Beispiel auf dem Dach von einem Hochhaus, könnte ich auch 200 Meter hoch stehen. Gar kein Problem. Ich meine, ich hatte mal kurz, hatte ich ein mulmiges Gefühl, als ich im Fernsehturm, oder war das der Fernsehturm? Ich glaube, der Fernsehturm, wo man auf so einem Glasboden steht und man nach unten gucken konnte. Da hatte ich im ersten Moment ein mulmiges Gefühl. Aber sobald ich mich daran gewöhnt hatte, ging es dann auch problemlos. Da war ich dann halt auch cool. Weil nur der erste Moment, so holy shit, geht's da weit runter. Aber ja, wie gesagt, sobald es irgendwie wackelig ist, ganz schwierig. So, jetzt müssen wir nur noch hier die Dächer ranklappen. Buseln. Dabei, wir brauchen noch Holz hier. Oder machen wir es aus Holz? Die Update, also die Seitendinger. Oder machen wir da was? Ja, doch, Holz macht schon Sinn. Wobei eigentlich, warum? Ich glaube, ich mache die doch nicht aus Holz. Ich glaube, ich mache da auch was anderes. Voll Holz würde zu dem Haus überhaupt nicht passen. Oh, wir haben auch noch Ton. Lol. Ah, sowas hier, aber ein bisschen heller. Vielleicht. Oder wir machen auch einfach Glas. Nee, nee, Glas geht nicht. Glas geht nicht. Nee, nee. Nee. Das würde hässlich aussehen, weil da könntest du in die Dachstruktur rein. Also, ja, das ist ja, wir arbeiten ja, ist ja egal. Ich will gehen mal kurz nach Home. Also, genau, hier kann ich dir zeigen. Hier, guck mal, ne, hier haben wir auch voll Blöcke. Das heißt, die Blöcke gehen immer so ein bisschen ins Dach rein, als Treppe. Und das würde man, wenn das Ding aus Glas wäre, würde man das sehen. Das kannst du nicht machen. Ne, so sieht es aus, so sieht's aus, als wenn es genau aufliegt. Aber tut's ja in der Wirklichkeit eigentlich gar nicht. Hey, so, einmal schlafen. Gott, wie viele Befehle habe ich hier eingegeben? Danke. So. Das heißt, wir können zum einen gucken, ob wir Beton nehmen. Wobei Beton war ja auch relativ dunkel, ne? Ne. So rum. Ah, ne, nee, doch, doch, doch geht. Das kann man machen. Da haben wir sogar noch ein paar Mischungen übrig, ne? wo wollen die Sachen dafür? Ach, da. Haben wir wieder alles runtergebracht? Verdammt. Oh, schon wieder Hunger. Der Dieb soll halt nur abfressen hier. So, haben wir hier schon Beton? Marmor. Marmor würde auch gehen. Da kann man nicht mehr her. Mal her. Oh, noch diese komischen Metallstäbe fällt mir gerade ein. Die müssen aber hier oben gewesen sein. Oder auch nicht. Wait. Okay.
Habe ich hiervon keine gemacht gehabt? Ich bin verwirrt. Falsche Richtung. Doch, haben wir. Mach ich doch. Völlig blöd. Haben wir hier nicht zufällig noch ein bisschen Beton? Ja. Ah, guck mal, hier hatten wir die Sachen. Na ja, gut, egal. Nee, haben wir auch nur Silbersandstein. Okay. So, das heißt, wir können zum einen Beton machen. Also, das siehst du, wir können ja auch noch diesen, es gibt auch noch diesen komischen Eisenbeton, Eisenstein. Der ist ja auch hell. Ah, das hier. Eisenstein. Was hat die bessere Textur? Ich wünschte, wir könnten einfach mal von beiden einen machen. Weil das sieht schon, ach, das ist schon eine schöne Struktur. Eine sehr schöne Struktur. Was brauchen wir denn da? Hallo? Ach da. Schmiedeeisenbarren und Stein. Also das Ding hat eine sehr schöne Struktur. Könnte natürlich hierfür schon ein bisschen zu dunkel sein und sich zu sehr, weil es halt so eine kräftige Struktur ist, dadurch dann ein bisschen beißen. Ich glaube, das ist also doch eher Beton. The way to go. Beton ist wiederum so extrem ähnlich mit der Textur. Da können wir gleich Silbersandstein benutzen, so. Das bringt den auch keinen großen Unterschied. Okay, for God's sake, wir nehmen Silbersandstein. Oder hier Ton. Einfach nur Ton. Wir nehmen Silbersandstein. Einfach Ton ist der Beste. Also müssen wir hier noch. Müssen wir hier komplett rein. Nee. Warte mal kurz. Hä? Warte kurz. Ach nee. Ha, halt, doch nicht. Doch so, genau. Es liegt ja hier auf. Das heißt, hier muss ich schräg auf, genau. Jetzt bin ich verwirrt. Doch, genau, richtig. Oh. Wieso kann ich nicht mehr in mir bauen? Ich dachte, das konnten wir. Ah, jetzt. Geistermodusfolg deaktiviert. Jetzt so baut man. Wie ein Weltmeister. Tada! So. Die Dinger sind ja nur dazu da, damit da keine Luft reinkommt. Damit der also, ja. Das Haus gekühlt werden kann oder dass die ganze Zeit da irgendwelche kalte oder warme Luft von außen reinkommt. Im Sommer oder im Winter. Deswegen brauchen wir hier bei den Dingern keine Schächte. Das macht keinen Sinn. Gut, ich meine, außer wir wollen die Räume, also hier, gut, hier macht es überhaupt keinen Sinn. Hier könnte man drüber reden, wenn man den Raum so ein bisschen Luft. Das macht auch keinen Sinn, gerade weil wir hier so offene Türen haben. Also, da kommt sowieso Luft durch, wie möchte. Von daher ist das egal. Du Scheiße, mir fällt gerade auf. Stimmt ja, das Dach hier, was die beide verbindet, ist ja dann breiter als das hier. Und damit wäre es ja dann auch eins höher, ne? Gut, ist aber nicht weiter schlimm. Da können wir einen kleinen Trick benutzen. Indem wir das Dach oben, ganz oben etwas abflachen oder unten. Ne? Also entweder machen wir das Dach so und dann geht es schräg runter
Oder das Sack geht von Anfang an schräg runter und geht dann unten so ein bisschen glatt. Also, ne, dass entweder unten abgeflacht ist oder oben abgeflacht ist. Die Frage ist, was würde besser aussehen? Ich würde mal fast sagen, doch, oben abgeflacht würde besser aussehen, ne? Ja, doch, wir machen oben abgeflacht. Problem ist natürlich, für sowas werden wir wahrscheinlich keine Steine bekommen, ne? Weil es gibt Steine. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz zur Säge. Gucken, was da so alles gibt. Weil, wenn wir so 45 Grad Dach haben und ein anderes 45 Grad Dach haben und die schräg aufeinander prallen, dafür gibt es spezielle Steine. Das sind dann nämlich die Steine hier. Aber wenn eins 45 Grad hat und das andere dann nur noch 22 Grad, so eine Steine gibt es gar nicht. Da war so ein ganz dickes, fettes Problem, was das angeht. Ach, das ist ja blöd. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Wenn wir das Querdach wirklich einfach eins höher machen, das denn komisch aussehen? Hätten wir dafür denn alles da? Dann bräuchten wir an den Eckpunkten. Oh, das muss ich mal nachbauen. Warte mal, warte, 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 warte. Das muss ich mal nachbauen. Sonst kann ich mir das gerade überhaupt nicht vorstellen. Gib mal kurz her die Kacke. Also, wir hätten. Haben wir irgendwo ein bisschen Platz? Wir bauen das mal hier. Hier haben wir genug Platz. So, also hier kommt das Längsdach. Das kommt ungefähr so. Bam. So, hier haben wir dann überall diese Schrägen. Ne, das ist quasi die oberste Ebene vom Dach von außen. So kommt man darauf. So, und jetzt würde das Dach, was da oben in der Mitte quer kommt, würde dann, wenn wir eins höher bauen, ungefähr so raufkommen. Das heißt, wir hätten. Hier kein Problem. Hier hätten wir. Leck mich am Arsch. Auch kein Problem. Hier hätten wir kein Problem. Doch, das müsste funktionieren. Warte mal kurz, wir brauchen mal für diese speziellen Steine. Brauchen wir noch was anderes? Ja gut, 21 brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da! Ja. Hat er hier schon wieder gemacht, ey. So, muss ich extra das da rein machen, damit ich das da oben rein machen kann. Damit ich jetzt das da rein machen kann. Ja, immer noch welche. Super. Hä? Warum das? Gleich haben wir es. Ja, geschafft. Tada! Ja, whatever. Ey, was soll die ganze Schaffe hier? Kindergeburtstag. Oh Gott, das ist schon wieder falsch über der Zeit. Okay. Nächstes Mal geht's weiter mit dem Experimentieren. Bis dann.